Schauen Sie mit uns hinein in das Brunner Boogie Festival und swingen Sie mit. Herzlich willkommen, liebe Zuseher in Brunner im Gebirge. Ich freue mich, beim 10. Festival wieder dabei zu sein. Mein Name ist Michael Bevni. Und ja, es ist wieder ein wunderschöner Rahmen heute mit zwei Bühnen. Wir haben großartige Stars hier wie Mojo Blues Band, den Boogie Boys aus Polen, Kim Cooper aus den Vereinigten Staaten, Axel Ramaseder und meine Wenigkeit. Und es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Ich danke den Verantwortlichen. Der Saal drinnen ist voll, es hat jetzt hier leicht geregnet, aber drinnen ist es bummvoll und eine tolle Stimmung drinnen. Und ich habe natürlich Boogie Woogie News, meine neue CD. Das 10. Boogie Festival steht wettermäßig leider auch unter keinem guten Stern. Wir waren letztes Jahr ja auch vom Wetter nicht verwöhnt. Wir haben aber auch heuer wieder darauf Rücksicht genommen und können das gesamte Programm, bis auf eine Band, das ganze Programm auch im Saal können wir abspulen. Aber momentan sieht es ja so aus, als würde das Wetter besser werden. Also wir können dann zwischen den beiden Bühnen wieder hin und her switchen und ich bin überzeugt, dass dieser Abend auch wieder ein guter Erfolg wird. Wir haben uns sehr bemüht, jetzt hier das 10. Festival wirklich zu einem Highlight zu machen. Und es geht vor allem um die musikalische Darbietungen. Wir haben uns überlegt, sozusagen die Besten aus den letzten 9 Jahren hierher zu holen. Wir sind ganz stolz, dass wir die Mojo Blues Band da haben. Wir haben den Dan Popek, das ist ein Pole, der voriges Jahr das Publikum praktisch von den Tischen gerissen hat, der ein super Programm macht. Wir haben den Michael Bevni mit der Kim Cooper, der ja sozusagen dieses Festival mit eingeleitet hat, jahrelang der künstlerische Leiter war. Auch der wird sehr ein tolles Programm machen. Und dann haben wir noch die Boogie Boys, die ja auch sozusagen so richtig Gas geben. Und das wird ein tolles Fest heute Abend.